Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ach, war das nicht schön, gestern dieser Kinderchor im WDR, frisch lächeln, fröhlich schmettern die jungen Seelen. Meine Oma ist eine Umweltsau. Gab es das nicht schon einmal früher, ist das in Diktaturen nicht so üblich? Volkserziehung über Comedy und Theater, siehe auch Hitlerjugend und FDJ. Sie hatten gestern keine Zeit, sich das Umerziehungsprogramm des WDR anzuschauen? Na, dann wird es aber schleunigst Zeit. Hier sind noch einmal die anderthalb Minuten der Greta-tauglichen Version des Kinderliedes Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Vom deutschen Staatsfernsehen neu interpretiert. Viel Spaß dabei. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. You get away with this. Ach herrlich, nicht wahr? So frisch und fröhlich kann Propaganda sein. Und nun wissen Sie es, die Oma ist ganz einfach eine Umweltsau. Ach, vor allem am Ende, welch Dramaturgie. Alle Chormädchen mit ernstem Blick, synchron die Lippen bewegend und nachahmend mit fester Stimme der Umweltaktivistin Greta Thunberg in Englisch sprechend. We will not let you get away with this. Wir lassen euch damit nicht davonkommen. Toll, nicht wahr? Und wieder einmal werden Kinder für Propagandazwecke missbraucht. Das Schöne ist ja bereits eine schöne deutsche Tradition. Der öffentlich-rechtliche Westdeutsche Rundfunk, finanziert durch staatlich festgelegte Zwangsabgaben der GEZ aller Bürger, unterstützt die Umerziehung des Volkes und facht ganz bewusst einen Krieg der Generationen im Namen des vorgeschobenen Umweltschutzes an. Ganze 8 Milliarden Euro wird durch die GEZ unrechtmäßig eingetrieben, um Ihnen, liebe Zuschauer, kulturell hochwertiges staatliches Fernsehprogramm zu bieten. Dank hochwertiger Dokumentationen über die deutsche Geschichte hält man das Schamgefühl der Deutschen weit oben und manch einer gewinnt mittlerweile selbst Hitler wieder. Ganz doll lieb. Auch die aus den Archiven immer wieder herausgekramten Wiederholungen zeigen, wofür ihre GEZ-Gebühren missbraucht werden. Die Schwarzwaldklinik und der freche Michel aus Lüneburger flimmert in den vielen 90er Jahren erneut über den Bildschirm. Und mal ehrlich, haben Sie als Zuschauer nicht auch schon einmal gedacht, dass sich Schauspieler und Reporter auf unsere Kosten mit ihren Dokumentationen oder Filmen an den entlegensten Plätzen der Welt nicht einfach nur ihren persönlichen schönen Erlebnisreisen von Ihnen, liebe GEZ-Zahler, finanzieren lassen? Oder eine andere Frage, die sich mir mittlerweile stellt. Wenn alternde Schauspieler aufgrund von Fachkräftemangel im Schauspielergewerbe sich aufpimpen lassen müssen, werden denn davon von den 8 Milliarden GEZ-Einnahmen bereits auch die Schönheitsoperationen von Moderatoren und Schauspielern finanziert? Zurück zum Propagandachor des WDR. Der WDR bedauert nun, dass offenbar der Eindruck vereinzelt der Instrumentalisierung von Jung gegen Alt entstanden sei. Ach, vielleicht sind das einfach wieder einmal unter dem Deckmantel der künstlerischen Satire Grenzen des guten Stils und des Respekts gegenüber Mitmenschen überschritten worden. Wer bringt eigentlich den weltweit instrumentalisierten Kindern noch eine differenzierte Sicht und Respekt bei? Respekt bedeutet unter anderem Achtung, Höflichkeit, Fairness, Anerkennung, Autorität und Toleranz. Das indoktrinierte, respektlose Verhalten der Jugend fördert Geringschätzung und Herablassung. Manche Zuschauer lachten darüber. Scheinbar können es viele Menschen nicht vertragen, wenn man ihnen den Spiegel vorhält, sagt Sabine M.
Tja, liebe Sabine, wenn man bereits so gehirngewaschen wurde und über Propaganda lachen muss, na, dann hat der deutsche nicht als legal zu bezeichnende Staat bei dir sein Ziel erreicht. Satire müsste ausgehalten werden, sagt die 14-jährige Ricarda. Was ist daran so schlimm? Tja, liebe Ricarda, genau wie sie mit 5 Jahren schon alt genug für Frühsexualisierung in Kindergärten mit Holzpimmel und Kautschukvagina sind. Ganz toll. Das Redaktionsteam bedauert nun sehr, dass die Satire die Gefühle eines Teils des Publikums verletzt hat. Tja, einem verdammt großen Teil liebes Redaktionsteam. Dies sei nicht die Absicht der Aktion gewesen. Es ging vielmehr darum, den Generationskonflikt, der sich mit durch Fridays for Future Bewegung darstellt, mit den Mitteln der Satire aufzugreifen. Tja, wir als intelligente Zuschauer würden das anders formulieren. Unter dem Deckmantel der Satire weiter Öl ins Feuer gießen und weiter Jung und Alt spalten. Lieber WDR, man sollte bissige Satire nicht mit völkischer Umerziehung und Propaganda verwechseln. Man habe nicht mit der nötigen sprachlichen Feinheit gearbeitet und nicht lange genug nachgedacht. Tom Buro hält das Video mit dem verunglückten Oma-Lied für einen Fehler. Er hat bemerkt, dass sein Vater keine Umweltsau ist. Wenn man es mal ganz genau nimmt, sind Omas und Opas da draußen bei weitem keine Umweltsau. Schließlich sammeln viele von ihnen irgendwelche weggeworfenen Flaschen aus dem Dreck, um ihre Renten aufzubessern. Gehen zu den Tafeln, um das Essen, welches andere wegwerfen, zu verwerten. Und sie tragen aus der Kleiderkammer alte Kleidung anderer auf. Man sollte also schön einmal darüber nachdenken, bevor man solch einen respektlosen Schund sendet. Bei derartig hochdotierten Lohnklassen ihrer Mitarbeiter kann man das schon als GEZ-Zahler schon einmal verlangen, Herr Buro. Zum Abschluss noch ein wunderbarer Kommentar, den ich persönlich als Krönung der geistigen Verseuchung in Deutschland empfinde. Denn eine WDR-Hörerin verstand die ganze Aufregung überhaupt nicht. Sonst hätten wir uns doch auch früher darüber aufregen können, dass die Hühner im Stall mit Motorradabgasen belastet werden. Ohne Worte, nicht wahr? Und so werden böse Gutmenschen die weltweite geistige Verseuchung immer weiter vorantreiben, ganz im Sinne der Eliten und ihrer Erschaffung der neuen Weltordnung. Es ist Zeit, sich lautstark gegen diese Form von indoktrinierter geistiger Verseuchung zu stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Teilen. Und kommt auch in unser unabhängiges Netzwerk von Lost on People. Der Link ist im Beitrag mit eingefügt. Hallo liebe Zuschauer! In diesem Video stelle ich dir unser eigenes soziales Netzwerk von Lovestorm People vor. Unser Ziel ist es, Menschen durch unser Netzwerk wieder zu einer echten sozialen Gemeinschaft zu verbinden, systemgewollte Spaltungen wieder aufzuheben und Menschen mit unterschiedlicher Gesinnung nicht per technischen Algorithmen zu trennen. Wir möchten uns nach vorne gerichtet, lösungsorientierter miteinander vernetzen, von Mensch zu Mensch. Möchtest du dich auch menschlicher vernetzen? Bist du auch die systemgewollte Kontrolle, die Datensammelwut und das politisch motivierte Zensieren und Sperren in anderen Netzwerken leid? Dann erstelle dir dein kostenloses Profil bei uns. Erstelle deine eigenen Beiträge, teile sie direkt von uns aus zu Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest oder zu Telegram. Erstelle deine eigene Seite und Gruppe oder wie wäre es mit deinem eigenen Blog bei uns? Erstelle deine eigenen Veranstaltungen oder Demonstrationen und erreiche mehr Menschen. Lade deine eigenen Bilder, Fotoalben, Dateien oder Musik hoch, hinterlasse Freunden eine nette Sprachnachricht, chatte in privaten Chats oder wie wäre es mit einem Gedicht mit passendem Beitragshintergrund? Starte deine eigene Umfrage, verkaufe auf unserem Markt private Dinge, außerdem warten viele kostenlose Browser-Games und spannende, aufklärende Filme auf dich. Einen augenschonenden Nachtmodus findest du außerdem unter vielen Einstellungsmöglichkeiten. Finde neue Freunde, steig aus dem ausbeutenden System aus und komm zu uns ins Netzwerk. Lovestorm People. Ein Netzwerk von uns für uns. Wir freuen uns sehr auf dich.